Chance haben, sich auch zum Thema zu äußern und wir ein bisschen gucken können, wo können wir danach fragen, wie können Sie zu dieser Diskussion beitragen. Ich würde gerne mit Herrn Baracher anfangen. Was fällt Ihnen zum Titel dieser Tagung ein? Ja, vielen Dank. Ich will es vielleicht eingleiten in so einen Versuch, die Aspekte aufzuzählen heute und vielleicht bei Begriffen anfangen. Wir haben heute Morgen mit dem Begriff Produktionismus angefangen und haben sehr stark von Freihandelsabkommen gesprochen und das als die beiden Antipoden gesehen. Und ich glaube, vielleicht lohnt es sich, über die Begriffe nochmal nachzudenken, weil ich denke, wenn wir die Frage von Welthandelsperspektiven betrachten, gibt es natürlich nochmal einen anderen Begriff. Und ich würde den von einem regelbasierten, grenzüberschreitenden Handel irgendwie bevorzugen. Und zu sagen, im Grunde geht es doch darum, grenzüberschreitende Handelsregime zu finden, die auf Basis bestimmter Regeln ablaufen, natürlich mit der Senkung von tarifären, nicht tarifären Handelshemmnissen und für diese Regeln bestimmte Kriterien anzulegen. Ich würde vielleicht nur ganz kurz vier nennen. Das erste wäre die Frage, ob so etwas wie gerechter Tausch, also die Nichtverzerrung, Nichtdiskriminierung, die Frage von Verfahren, die Frage von Chancen und Bedarfen. Und damit kann man, glaube ich, die Frage von sozialer Einbettung und wenn man will, auch von der Frage der Internalisierung der externen Kosten auch mit einnehmen. Ich glaube, es lohnt sich für eine Perspektive, nicht die partikulare Perspektive Europa, national, sondern vielleicht dann doch heute Morgen die erwähnte kantianische Perspektive einzunehmen. Vielen Dank. Herr Bode, was fällt Ihnen ein, wenn Sie unser Tagungsthema hören? Ja, mir als Kritiker der Handelsverträge CETA und TTIP fällt natürlich ein, dass Europa seine Chance überhaupt nicht nutzt. Weil, wenn ich mit Pascal Lamy sage, dass die Handelsverträge CETA und TTIP Verträge der neuen Generation sind, wo es mehr um regulatorische Konvergenz geht, als um die Liberalisierung von Märkten, dann muss ich sagen, hat man die Chance nicht ergriffen, die Handelsverträge als ein Teil einer, ich sag's mal etwas sehr hochgestochen, nachhaltigen Globalisierung zu begreifen. Zum Zweiten hat man übersehen, dass natürlich die neuen Handelsverträge, wie sie entschieden werden, wir kennen ja die ganze lange Debatte über CETA, ob gemischtes Abkommen oder nicht, gleichzeitig Teil einer Europapolitik sein müssen. Und das geht aus meiner Sicht auch in die falsche Richtung. Deswegen glaube ich, komme ich zum Abschluss, Europa hat nicht nur seine Chancen nicht genutzt, sondern nutzt es auch nicht für die kommenden Handelsverträge. Wir schauen uns gerade mal Mercosur an, Indonesien, Mexiko, Vietnam und Japan. Da kann man nicht sagen, dass Europa aus den Fehlern gelernt hat. Ich mache jetzt mal mit einer ganz allgemeinen Frage weiter. Ich glaube, dass wir mit den beiden ersten Statements schon einen ganz guten Einstieg gefunden haben. Nämlich zu der Frage hin, was kann man besser machen oder wo driften wir denn hin, wenn die Entwicklung der Kooperation, die im Moment so angedacht ist, so weitergeht. Kommt man bei irgendeiner Probleme, die gerade skizziert wurden, weiter in Richtung, finden wir gute Regeln für globalen Handel? Oder finden wir gar eine Rolle für Europa, die über das hinausgeht, immer mehr Handel mit immer mehr guten Partnern zu machen? Ich mache jetzt mal so weiter, dass ich Sie jetzt ein Keck frage, weil der relativ früh gehen muss. Herr Wallacher hat auch ein Time Limit, deswegen die beiden am Anfang etwas im Vordergrund. Auf die anderen beiden Herren kommen wir dann noch. Herr Keck, Sie haben gesagt, Verteilung ist eigentlich auch nicht so ein großes Problem. Wir haben gerade gehört, dass es eben doch ein Problem sein kann und dass man da durchaus Spielräume hätte, etwas anders zu machen. Geht es denn darum, den Handel so laufen zu lassen, wie er läuft? Dann hat man eine bestimmte Verteilungssituation. Oder kann man sich Handelsregeln denken, die von vornherein auf andere Verteilung hinauslaufen? Also Kompensation im Nachhinein oder Regeln, die schon uns in eine andere Situation bringen. Wäre das ein Thema für die WTO? Also zum Ersten muss ich Sie jetzt nochmal korrigieren. Ich habe nicht gesagt, dass Verteilung kein Problem ist. Ganz im Gegenteil, ich habe gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Ich hoffe, das ist klar angekommen.
Ob das ein Thema ist für die WTO, das hatten Sie ja jetzt gerade gefragt. Wie gesagt, ich muss auch den G20-Gipfel da jetzt nochmal ganz kurz ansprechen. Da wurde das auch eben betont, dass da auch auf heimischer Ebene noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und wir wissen eben längst zu wenig, was wirklich die guten Politikmaßnahmen sind, was wo besonders gut gewirkt hat. Ich denke mal, da müssen wir nachbessern, bevor wir versuchen, internationale Regeln zu schaffen, wie die auch immer aussehen sollten. Ich wollte auch noch mal auf eine Sache eingehen, die mich hier im Titel, wie verschieben sich zu der Podiumsdiskussion, wie verschieben sich die globalen Gleichgewichte, sehr interessiert hat. Und zwar das Thema, was natürlich für uns wichtig ist, bleibt die WTO relevant? Und da haben Sie ja einen Trend, ich sage mal, wie sich die globalen Gewichte eben verschoben haben in den letzten zwei Jahrzehnten vielleicht, also seit Beginn der 90er Jahre insbesondere, hin zu regionalen und präferentiellen Handelsabkommen. Da sind ja insgesamt jetzt, glaube ich, über 300 notifiziert bei der WTO, 400 sind in Kraft, die wir kennen, auch einige, die nicht notifiziert sind. Also bleibt die WTO in Anbetracht dieser Situation relevant, und da möchte ich nur zwei Sachen vielleicht kurz hervorheben. Wir haben uns mal angeguckt, was denn unter diesen vielen Abkommen gehandelt wird, und da stellt sich heraus, beim Güterhandel 84% des weltweiten Güterhandels werden unter WTO-Zöllen gehandelt, und das ist noch knapp bemessen, das nimmt an, dass 100% Preference Utilization vorliegt, was wir wissen, ist in der Regel nicht der Fall. Und das liegt ganz einfach daran, dass schon über 50% der Zölle auf Null gesenkt worden sind, MFN, also unter Most Favored Nation, unter der WTO. Der zweite Grund ist, dass sensitive Sektoren, wo die Zölle eben noch hoch sind, bei der WTO sensibel sind und auch in den Freihandelsabkommen weitgehend eben nicht gesenkt worden sind, sondern auch da weiter bestehen. Wir haben dann auch mit den Simulationen, die ich schon heute in meinem Vortrag angesprochen habe, mal geguckt, wie sich dieser intraregionale Handel weiterentwickeln würde. Und in diesen langfristigen makroökonomischen und handelspolitischen Simulationen kommt eigentlich heraus, dass das höchste Potenzial für den Handel zwischen Partnern stattfindet, die eben keine Freihandelsabkommen haben. Beispielsweise eben auch würde das für die EU bedeuten, um das jetzt abschließend zu sagen, die hat jetzt im Moment, glaube ich, so einen Welthandelsanteil, also der Intra-EU-Handel stellt ungefähr 22% des Welthandels dar. Unter unseren oder einigen unserer Szenarien könnte das bis auf 9% abfallen, und das höchste Wachstumspotenzial findet eben mit anderen Partnern statt. Vielen Dank. Was passiert denn mit den Ländern, die jetzt in dieser Neuorientierung der Märkte nicht von einem der großen neuen Abkommen erfasst werden, also sich nicht an UK anschließen können, von den USA ignoriert werden, für Europa nicht interessant sind und auch ansonsten eigentlich eher vor sich hin dümpeln? Werden die weiter abgehängt oder haben die eine Chance, wenn sie sich vielleicht unter dem Dach der WTO weiter an Handelsverbesserungen beteiligen? Also ich denke, Sie haben die Antwort selber gegeben. Ich würde sehr hoffen, dass das eben gerade für diese Länder ist natürlich die WTO am wichtigsten. Und wenn man eben auch erstmal wieder in die nähere Vergangenheit guckt, dann sehen Sie, dass gerade Entwicklungsländer, auch kleinere Entwicklungsländer, den Anteil am Welthandel in den letzten zwei Jahrzehnten massiv gesteigert haben. Die Entwicklungsländer insgesamt sind von etwa einem Drittel des Welthandels jetzt für fast die Hälfte des Welthandels verantwortlich. Und was mich besonders auch immer sehr positiv stimmt, ist der Süd-Süd-Handel. Also der Handel zwischen Entwicklungsländern hat das größte Wachstumspotenzial, hat sich auch am schnellsten entwickelt und wird sich nach unseren Simulationen auch am meisten weiterentwickeln. Und dahingehend sind auch die WTO Regeln, unter denen dieser Handel eben oft stattfindet, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Herr Wallacher, Sie haben ein paar sehr plausible Regeln genannt, die man eigentlich Handelsströmen oder Vereinbarungen von Handelsströmen zugrunde legen sollte.
Warum ist es so schwer, das nun zu einem allgemeinen Prinzip zu machen? Ja, ich glaube, dass natürlich die Frage der Aushandlung von Handelsverträgen, von Freihandelsabkommen natürlich sehr stark interessengeleitet ist. Und ich glaube, man muss mal überlegen, warum sind wir, sage ich mal, da würde ich jetzt nochmal eine sehr starke Lanze auch aus einer, sag ich mal, grundsätzlichen Perspektive für die WTO als multilaterales Handelsregime, als ein Forum denken, wo glaube ich auch die Schwächeren grundsätzlich viel mehr die Möglichkeit haben, ihre Interessen einzubringen, zu bündeln. Warum gibt es seit 1995 im Grunde kaum Bewegung? Warum ist die als Entwicklungsrunde ausgerufene Doha-Runde irgendwie nicht weitergekommen mit den spezifischen Anliegen der weniger entwickelten Länder im Bereich von Agrarhandeln etwa, wo es ja ganz evidente Interessen, wenn man mal das Bedarfsgerechtigkeitskriterium auch irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum man, sag ich mal, auch aufgrund von Machtverschiebungen diesen Shift viel stärker zu den bi- und trilateralen regionalen Abkommen irgendwie hat. Die müssen nicht per se schlecht sein, aber ich glaube, es gibt keinen Konnex oder es gibt zu wenig Konnex zwischen der Frage von diesen regionalen und bilateralen im Hinblick auf, auch auf die WTO. Und insofern glaube ich, wenn Ihre Analyse stimmt mit der Frage auch der Bemühungen der G20, sollte das ein starker Schub sein, zu versuchen, wirklich diesen Flickenteppich von sehr separaten bilateralen Abkommen stärker wieder auf die multilaterale Ebene zu bringen und dann das zu verknüpfen auf einer Ebene, wo man sagt, es gibt internationale Normen, was die Arbeitsschutzstandards der ILO angeht oder die Frage auch der Bemühungen um den Klimaschutz, wo es die Frage um die Internalisierung von Umweltkosten geht. Herr Felbermayr hat ja diesen interessanten Vorschlag gebracht, der CO2-Bepreisung als eine Form von Grenzbesteuerung mit einzuführen. Ich glaube, das wäre im Forum der WTO sehr viel leichter zu machen, aber ich glaube, es ist eine Frage von politischem Willen, das auch umzusetzen. Und ich denke, es könnte nächster Schritt sein, auch einer, sage ich mal, zivilgesellschaftlichen Begleitung von Globalisierungsbewegungen zu sein, weniger den Shift auf eine Verhinderung von bestimmten Handelsabkommen zu geben, sondern auf eine stärkere Perspektive zu geben, wirklich auch diese Gestaltungsinstrumente auch multilateral auch umzusetzen. Ich glaube, da brauchen wir neue soziale Bewegungen, eine Bewegung, die transnational organisiert ist, um diesen Prozess voranzutreiben. Herr Felbermayr, Sie haben immer wieder betont, wir brauchen Abkommen, wir brauchen Freihandelsabkommen, wir müssen die Stimmen, die eigentlich nur Furcht ausdrücken vor etwas, was Sie nicht so genau kennen, irgendwie beruhigen, damit mehr Handel passiert, weil mehr Handel immer besser ist. Ich verkürze das mal radikal. Ja. Wie schätzen Sie das ein, dass man dieses immer mehr Handel doch noch dahin schieben könnte, dass man sagt, gucken wir mal, immer mehr Handel mit vielleicht einer etwas besseren Verteilung der Vorteile? Ja, das haben Sie in der Tat radikal verkürzt, so radikal sogar. Also ich würde nicht sagen, dass das Ziel der Handelspolitik in der Handelsschaffung besteht. Und wenn das so rübergekommen sein sollte während meines Vortrages, dann will ich das hier absolut korrigieren. Das ist es nicht. Das ist auch nicht etwas, das in unseren Lehrbüchern irgendwo vorkommt und wir auch nicht in den Hörsälen sozusagen zum Ausdruck bringen. Aber es ist natürlich die Frage, nicht so sehr nach, für mich nicht so sehr, wollen wir Freihandelsabkommen, wollen wir eine rechtliche Ordnung für den globalen Handel, sondern welche rechtliche Ordnung wollen wir für den globalen Handel? Und ich meine, das ist so ähnlich wie mit Europa ja auch, nicht? Also ich glaube, dass die allerwenigsten in Abrede stellen, dass Europa per se eine großartige Idee ist, sondern der Streit ist eher, welches Europa. Und ich denke, diese Art von Diskussion müssen wir, oder beginnen wir erst eigentlich dazu führen, mit den Freihandelsabkommen. Da hat es eben diese starke Diskussion gegeben zu CETA und zu TTIP, wurde ja schon angesprochen, die auch einfach den Bedarf aufgezeigt hat, dass wir neu nachdenken müssen über die Art von Abkommen, die wir schließen wollen. Wenn ich in meiner Simulation über Handelsabkommen arbeite, dann sind viele der Themen, die die Menschen bewegen, nicht enthalten. Das muss ich gleich mal zugeben. Und die Modelle der WTO, das ist genauso. Und weil wir uns eben auf das konzentrieren, das wir in den Modellen erfassen können. Das sind also Handelskosten, am besten in Zollform, da sind sie also eindeutig. Ja? Und dann
wenn wir uns ökonometrisch an nicht-tarifäre Handelsbarrieren nähern, nicht? Und was wir dann simulieren, ist, was passiert, wenn wir diese Barrieren abschaffen können. Die Debatten aber, die wir zu TTIP und CETA hatten, die fanden auf ganz anderen Ebenen statt. Da ging es nicht so sehr, wollen wir nicht-tarifäre Barrieren abschaffen, da würde jeder nicken. Ich glaube, auch Herr Bode ist da nicht, will nicht neue Barrieren errichten, das glaube ich nicht. Es geht eher sozusagen um die Frage einer demokratischen Gestaltung der Freihandelspolitik. Es geht um die Frage, wie viel Souveränität geben wir auf als Region, als Land, als Europa und was bekommen wir dafür? Das sind die Fragen und ich glaube, da in dem Zusammenhang müssen wir, denke ich, über Freihandelsabkommen ganz neu nachdenken. Das hat jetzt sozusagen kaum, das stellt nicht in Frage, dass diese Handelsgewinne möglich sind. Deswegen ist mein Plädoyer, ich glaube, dass weitere Schritte zur Absenkung der nicht-tarifären Handelsbarrieren in der Tat Wohlstandseffekte generieren können, auch erhebliche. Aber dass wir sozusagen über die sozialpolitischen, demokratiepolitischen Nebeneffekte mehr nachdenken müssen. Das kann natürlich, wir hatten ja die Diskussion gerade gehabt, das kann eine Einbettung sein im globaleren Kontext, also wie internalisieren wir externe Kosten. Ich habe jetzt die CO2-Besteuerung da andiskutiert, das ist auch etwas, das Emmanuel Macron in seiner Rede in der Sorbonne erwähnt hat. Das fand ich bemerkenswert. Ein Tabu manchmal in der WTO, aber ich finde fälschlich so. Und das ist also die globale Einbettung, und da gibt es noch mehr, nicht nur die Klimathematik, da gibt es auch die Frage, wie stellen wir sicher, dass Menschenrechte überall gewährleistet sind, wenn wir eine allgemeingültige Menschenrechtserklärung haben, wie setzen wir das sicher, oder wie machen wir sicher, dass wir da keine Verletzungen haben. Da muss man auch über das Thema Extraterritorialisierung vielleicht nachdenken. Ja? Herr Wolf hat davon gesprochen. Das ist der globale Kontext, und dann gibt es auch noch den binnenwirtschaftlichen Kontext. Wir brauchen für eine Außenwirtschaftspolitik aber eine vernünftige, sozusagen, wenn man so will, Wirtschaftsinnenpolitik, die eben sicherstellt, dass die Institutionen in Ordnung sind, die möglichst viele teilhaben lassen, die Versicherung bieten gegen Schocks. Und ich glaube, da sind wir erst wirklich am Anfang in der Debatte, die sich fragt, wie sollen wir es da eigentlich aufstellen? In Europa noch mal mehr, weil wir da noch das Zusatzproblem haben, dass die Europäische Union die Handelspolitik macht, aber sehr weit weg ist von den Bürgern. Ja? Also das ist jetzt vielleicht nicht mein Kernthema als Ökonom, aber das macht natürlich die Debatte hier noch mal schwieriger. Wir haben eine deutsche TTIP-Debatte gehabt. Ja? Ich habe jetzt eine getreue Dissertation, da versuchen wir zu erklären, was sozusagen die handelspolitischen Stimmungen beeinflusst hat, mit ein paar 10.000 Beobachtungen. Und wir haben wirklich für den deutschen Sprachraum ein Sonderphänomen gehabt. Das zeigt, dass die Debatte eine in Europa total national und nach Sprachen gegliederte Debatte war. Eine einheitliche europäische Debatte hatten wir nicht, aber eine einheitliche europäische Politik. Und ich glaube, das ist ein Spannungsverhältnis, das wir in Europa noch zusätzlich haben und das die Dinge so schwierig macht. Herr Bode, Herr Ferremeyer hat jetzt erklärt, dass man durchaus diese Handelsabkommen in die eine oder andere Richtung entwickeln kann, dass am Ende vielleicht dann doch mehr Demokratie rauskommt oder eine stärkere Integration. Würden Sie sich jetzt mit Herrn Ferremeyer zusammensetzen und nochmal TTIP aushandeln? Ja, wir sitzen ja schon häufig zusammen, aber ich möchte Folgendes sagen, weil ich gehe davon aus, dass hier 99% Ökonomen drin sind im Saal. Ich finde es schon erstaunlich angesichts der TTIP- und CETA-Diskussion, wie nach wie vor die Ökonomen anhand der klassischen Handelsabkommen diskutieren und nicht zur Kenntnis genommen haben, dass wir bei CETA, TTIP um was anderes sprechen. Der durchschnittliche Zollschutz zwischen den USA und Europa beträgt 2%, die höchsten Zölle gibt es in der Landwirtschaft. Ansonsten ging es bei diesem Vertrag um Schiedsgerichte, kennen Sie, richtiges Problem für die Demokratie und natürlich die regulatorische Konvergenz. Und bei der regulatorischen Konvergenz geht es nicht nur um technische Standards, auch um Probleme, sondern um Sozialstandards, Umweltrechtsstandards, Menschenrechtsstandards und so weiter. Und diese Entscheidungsfindung, diese Standards festgelegt werden durch die Handelsabkommen bestimmt. Und da haben sowohl die Verfassungsjuristen gepennt, als auch die Ökonomen. Erst als wir durch eine Verfassungsbeschwerde klargemacht haben, dass auch die Vertragsgremien bei CETA nicht demokratisch legitimiert sind, dass die Standards aufgrund eines völkerrechtlichen Abkommens von 28 Ländern, wenn sie einmal festgelegt werden, nur noch einstimmig gelöst, geändert werden können, dass es dadurch zu einem Einfrieren der Standards kommt. All diese Argumente wurden von der Ökonomen Zukunft nicht zur Kenntnis genommen. Ich möchte das mal hier sagen, und das ist wirklich bedauerlich. Herr Ferremeyer ist einer der wenigen,
der sich da aus dieser Berufsgenossenschaft herausgearbeitet hat und mit der Internalisierung jetzt der Kosten einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das ist natürlich nur ein Teil davon. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, was vorhin interessant wird, war Handel und Entwicklungspolitik. Der Handel soll ja dazu beitragen, den Menschen es besser gehen zu lassen. Und ich habe Ökonomie studiert und habe ein Handelsthema promoviert und bin überhaupt nicht gegen Handel. Ja? Ich habe 12 Jahre in der Entwicklungspolitik gearbeitet. Wenn ich mir jetzt mal den Maghreb anschaue und die Handelsbarrieren, die Europa immer noch aufbaut, und die Tatsache, dass wir im Maghreb nicht für Rechtsstaatlichkeit gesorgt haben, obwohl es in den Assoziationsabkommen drinsteht, und dadurch auch die Menschen nach wie vor in eigentlich Ländern, die Potenzial, ein großes Potenzial haben, auch noch flüchten, dann ist es natürlich auch ganz klar, dass es keine vernünftige ökonomische Entwicklung geben kann. Einfach, weil die Unternehmen keine Rechtssicherheit haben. Und zum Investieren gehört eben Rechtssicherheit. Das ist nur ein kleiner Aspekt, den ich hier erwähnen will. Sie können, ja, muss ich nicht sagen, wenn man die Ökonomie nur isoliert betrachtet und nicht mit den anderen gesellschaftspolitischen Variablen verknüpft, dann kommt man zu falschen Schlussfolgerungen. Und das müssten Sie als Ökonom mehr machen. Und bei CETA und TTIP gibt es natürlich eine ganze Menge, die es zu berücksichtigen gibt. Da gibt es die interne Demokratie und die Standards und die Investitionsgerichte, die es zu berücksichtigen gibt. Da gibt es natürlich auch Menschenrechte und da gibt es die Umweltpolitik und da gibt es Europa. Und was zu den Menschenrechten zu sagen, ist natürlich auch interessant. Die moderne politische Theorie ist nicht mehr so naiv, dass sie sagt, die Handelsabkommen müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass in China jetzt über Nacht die Menschenrechte eingeführt werden oder besser zur Geltung kommen. Sondern sie sagen, es darf auf keinen Fall, muss man gucken, ob der Spielraum menschenrechtlicher Verbesserung verengt und verbessert wird. Jetzt haben wir den Handelsvertrag mit Indonesien auf dem Tisch und mit Mercosur. Das sind zwei Riesendinger. Das sind Verträge der alten Generation. Es geht da wesentlich um Marktöffnung. In Indonesien geht es um Erhöhung der Palmenproduktion. Und in Brasilien um die Erhöhung der Rinderzucht. Beide Sektoren sind mit Landnutzung verbunden. Die Palmölausweitung in Indonesien mit schweren ökologischen Effekten, mit schweren Menschenrechtsverletzungen verbunden. In Brasilien haben wir mit der Landnutzung auch riesige Probleme. Und ich meine, kommen wir jetzt zum Schluss, das kann und muss, Handelsverträge muss das berücksichtigen, wenn sie eine Rolle in der Globalisierung spielen will. Ich würde das, was Sie zu den Ökonomen gesagt haben, ein bisschen differenzieren. Also was ich beobachtet habe, ist ja, dass durchaus sehr viele Ökonomen gewarnt haben und gesagt haben, so geht es eigentlich nicht, was ihr da vorhabt. Was dann passiert, war eigentlich, dass die Politiker gesagt haben, jetzt machen wir die Bücher mal zu. Also die nächste Verhandlungsrunde machen wir noch ein bisschen intransparenter als die vorhergehende. Also die Transparenz war ganz schwierig. Und man hat das einfach abgeblockt, man wollte es nicht hören. Ja. Also ich möchte mal wissen, welche führenden Ökonomen in Deutschland da gewarnt haben. Ich kenne keinen. Also der Sachverständige hat zum Beispiel, außer die Herren und Damen zählen nicht zu den führenden Ökonomen in Deutschland, haben überhaupt nichts gesagt. Die haben nur das Hohelied auf den Freihandel gesungen. Auch sonst kenne ich keinen prominenten Ökonomen, der gesagt hat, Leute, das ist was anderes, Vorsicht. Ich kenne die nicht. Wenn Sie die mir nennen würden, möchte ich sofort mit denen zusammenkommen. Ja, wir haben im Wirtschaftsdienst ein Zeitgespräch dazu gehabt, das können wir gerne mal zusammen angucken, wo durchaus kritische Stimmen zu Wort kamen, auch in der Economics hat da einiges zugesagt. Es gab sie, aber sie waren eben auch nicht Mainstream. Und wir wissen ja, dass auf der politischen Ebene doch im Moment das Ohr eher auf der Seite des Mainstream liegt. Aber vielleicht noch zu Macron und zu Frankreich, das war interessant, Herr Felbermayr hat natürlich recht, Diskussion ist in Deutschland losgegangen. Genau kann ich es auch nicht erklären, aber in Frankreich lag es einfach daran, dass die Zivilgesellschaft etwas anders aufgestellt ist. Wir waren, finde ich, ganz erfolgreich dabei, das zu ändern. Und Macron hat ja jetzt eine Regierungskommission beauftragt, den CETA-Vertrag zu untersuchen. Der Bericht liegt vor, Französisch ist für uns jetzt ins Englische übersetzt worden. Hochinteressant, weil im Grunde alle unsere Bedenken sind dort erwähnt. Und das ist beachtlich von der französischen Regierung und das habe ich hier in Deutschland nicht gesehen. Ja. Ja, als Ökonom fühle ich mich angesprochen und auch als einer, der TTIP eigentlich für eine großartige Idee gehalten hat und auch für eine großartige Idee weiterhält. Sie haben das ja am Vormittag gesehen. Ich glaube schon, dass ein
ein Handelsabkommen, aber ein generisches, eines so, wie wir uns Ökonomen das vorstellen, das in der Lage ist, die Zölle aus der Welt zu schaffen und gewisse nichtere Barrieren aus der Welt zu bringen, dass ein solches Abkommen erhebliche positive Effekte entfalten kann auf die deutsche Volkswirtschaft, auf die europäischen Mitgliedstaaten und sogar und auf die USA und sogar teilweise auf die Länder der dritten Welt dadurch, dass sie in Wertschöpfungsketten eingebunden sind und mitgenommen werden. Aber das ist ein generisches Handelsabkommen, das wir da vor Augen haben und jetzt nicht die spezifische Ausprägung in tausenden Seiten, die wir, als wir die Studie gemacht haben, in der Form ja gar nicht kannten. Und ich glaube, da ging es vielen Ökonomen jetzt so wie mir, dass wir sagen, wir finden sozusagen die Idee von Arbeitsteilung, das was hier ja auch Thema war, weiterhin für gut. Jetzt sagen Sie, das ist vielleicht altmodisch, aber ich glaube, dafür bin ich auch bereit, auch weiter die Fahne durch Berlin zu tragen, auch wenn ich der Einzige sein sollte. Ja? Aber dass man dann über die Details diskutieren muss und dass da vieles auch mit drinnen ist in den Freihandelsabkommen. Ich habe in den letzten Jahren mir die Ursprungsregeln genauer angeguckt. Nicht? Also das atmet natürlich einen ganz stark protektionistischen, eigentlich kontraproduktiven Geist, nicht? Wo man sagt, wir liberalisieren was und dann baut man gleich wieder Schranken ein. Ja, also da gibt es sehr viele Dinge, die auch Ökonomen nicht passen. Das ist halt etwas, das dann eher in den Fachjournalen läuft und dass man nicht, mit dem kann man nicht sozusagen durch die Straßen Berlins gehen. Also das ist eher so, bist du dafür oder bist du dagegen? Und ich glaube, da sind die Ökonomen halt in der großen und ganzen eher in der Sorge gewesen, dass das brav mit den Kindern ausgeschüttet wird. Nicht? Und das, ich weiß, dass sie eine sehr viel subtilere Position haben, aber das war, glaube ich, jedenfalls bei mir schon auch die Befürchtung. Ja, ich gebe es mal an einen davon, mich dann aber noch mal. Ich würde gerne auch nochmal einen Aspekt dazu sagen. Ich glaube, das Ganze war ja auch ein Prozess. Das muss man ja auch nochmal betrachten. Und ich denke, dass, sag ich mal, eine zivilgesellschaftliche Kritik da sehr viel Bewusstsein zunächst mal geschafft hat für die kritischen Fragen, die Frage der Transparenz, die Problematik der, sag ich mal, des Investitionsschutzes, der Schiedsberichtbarkeit, wo es ja auch eine gewisse Bewegung gibt. Was meine Angst ist, und deswegen habe ich das vorhin ganz kurz gesagt, ist, dass die Sache natürlich irgendwann in der öffentlichen Wahrnehmung gekippt ist und wir, glaube ich, insgesamt in der Bevölkerung auch Schwierigkeiten haben werden, auch zukünftig für eine positive Globalisierungsgestaltung eine breite Legitimation zu finden. Weil ich glaube, sehr viele Dinge sind dann auch auf der kritischen Seite über einen Kamm geschert worden. Wenn ich zum Beispiel diesen Aspekt, alle Verbraucherschutzstandards in Europa sind höher als in den USA. Da war auch in der kritischen Bewegung, muss man glaube ich sehr deutlich sagen, auch sehr viel Emotionalität und nicht immer Differenziertheit dabei. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel die Frage von Bankregulierungsstandards anschaue, in bestimmten Dingen, ich glaube, wir müssen den Blick nach vorne lenken und diese Frage von Handelsabkommen und deren Gestaltung in dem größeren Kontext der Globalisierung, das wird wahrscheinlich sehr, sehr nah zusammen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht insgesamt in dieser pauschalen Ablehnung von grenzüberschreitenden Handel bleiben, weil wir dann die Legitimation für diese Fragen verlieren und letztendlich auch schauen, dass es auch bestimmte Kreise, die dann gegen TTIP auch mit eingesungen haben, glaube ich, eher andere Anliegen im Sinn haben als eine positive Gestaltung der Globalisierung. Dankeschön. Liegt das nicht auch ein bisschen daran, dass so eine Stimmung entstanden ist, wann immer man irgendwas kritisiert hat an den zur Diskussion stehenden Abkommen, wurde man in so eine Ecke gestellt, ja, Freihandelsgegner, klar. Da wäre in der Tat auf beiden Seiten eine differenziertere Diskussion notwendig gewesen. An welchem Punkt gab es die denn dann nicht mehr? Also, ich würde mal sagen, von der Bewegung ist schon die überwiegende Mehrzahl der Kritiker ist für Handel. Ja, es geht darum, wie gestaltet man den Handel aus. Also als Anti-Handelsgegner beschimpft zu werden, war die eine Sache, aber natürlich auch als Anti-Amerikaner wurde man ja auch beschimpft. So, das kam noch dazu. Also ich glaube, dass die Bewegung, oder die ich ja nun auch sehr gut kannte, weil ich mittendrin war, die war von der bürgerlichen Mitte getragen. Also das war ganz erstaunlich. Wir haben auf diese Riesendemonstration hier in Berlin mit über 300.000 Leuten. Das war Tagesschau-Publikum. Die kamen mit Bussen bis aus dem alten Volland angereist. Ja, und die haben gesagt, hier passiert was wir nicht verstehen.
Das ist intransparent, das hat was mit Demokratie zu tun. Die Schiedsgerichte sind der völlig unmöglich, dass Investoren nur Recht haben und keine Pflichten. Das hat man denen nicht vermittelt. Ja? Und das konnte man noch nicht vermitteln. Und daraus hat sich eine allgemeine Protestbewegung gebildet, die nicht gegen Handel war. Aber interessant, wir haben die alle drei Monate öffentliche Meinungsumfrage gemacht, wir haben das gemessen und wir haben zuerst mal die Präferenzen für Handel abgefragt, und zwar für Handel insgesamt und insbesondere mit Amerika. Die Präferenz blieb immer bei 90% für Handel. Aber die Leute, die gegen TTIP speziell und dann später CETA waren, die sind immer mehr angestiegen. Und das war keine irrationale Opposition. Die Leute haben sich was gedacht. Und wenn man jetzt auf die neuen Handelsabkommen guckt, die jetzt kommen, Mercosur, Indonesien, dann kann ich nur an Sie appellieren, nehmen Sie Stellung. Ich glaube, dass man die Abkommen in dieser Form nicht unterschreiben kann. Jetzt komme ich doch mal zu einem Gag. Hier geht es ja im Wesentlichen auch um Handelsbarrieren, die nicht Zölle sind, sondern nicht tarifäre Handelsbarrieren, die so im regulativen Bereich liegen und wo man sagt, ja, es braucht vielleicht auch in den Ländern, die diese Handelsabkommen schließen, sowas wie Ownership, also das, was der IMF jetzt thematisiert. Man muss das Gefühl haben, dass die Gestaltung der Handelsabkommen irgendwelchen demokratischen Prozessen unterliegen. Ist das ein Thema für die WTO oder überlassen Sie das jeweils den Partnern? So, in der WTO unterscheiden wir da ganz deutlich, dass wir sagen, dass jeder Staat tatsächlich verantwortlich seines sogenannten Neudeutsch Stakeholders so einzubinden, wie er oder sie das als Staatschef für richtig hält. Ich muss noch einen Kommentar auch in dieser Hinsicht zu den Kollegen hier machen. Das ist natürlich super, dass wir hier so viele Übereinstimmungen haben. Ich überlege mir nur, wie wäre das jetzt, wenn hier ein Kollege aus Indien sitzen würde und wir diskutieren jetzt über die Umweltstandards, Arbeitsstandards als Bedingungen oder als Merkmal auch von diesem neuen Handelsabkommen. Das sind Sachen, da wollen die überhaupt gar nicht drüber reden, bei uns zum Beispiel. Noch nicht mal, ich sag mal, aufklären teilweise drüber reden, dass man einfach sagt, wir machen eine ganz neutrale Diskussion, also auch nicht mit dem Hintergedanken, Regeln zu schaffen. Weil da eben auch der Verdacht oft besteht, dass das übers Hintertürchen für die Industrieländer der neue Protektionismus ist. Und ich denke mal, da müssen wir auch dran arbeiten, das zu erklären, inwiefern solche Diskussionen dann eben auch die Entwicklungsländer in Eigeninteresse begünstigen würden. Muss man da jetzt nur was erklären oder muss man tatsächlich was anders machen? Also muss man tatsächlich den Entwicklungsländern andere Chancen geben? Weil die Geschichte hat ja gezeigt, mit der Entwicklung hatte das wenig zu tun. Zwar ein bisschen mit Steigen von Einkommen, das haben wir heute gesehen, überall ging es ein bisschen besser. Aber ob da Entwicklung stattfand, würde ich mit großen Fragezeichen versehen. Also vielleicht muss man da auch mal umschwenken und sagen, wir müssen, jetzt zitiere ich wieder IMF, vielleicht mal einen integrativen Ansatz finden, der tatsächlich Handel in Entwicklung übersetzt oder irgendwelche anderen Maßnahmen, die ganz deutlich zeigen, das ist jetzt nicht das Ende der Handelspolitik und der Entwicklungspolitik. Also wenn ich dazu noch mal was sagen darf, wir hatten dieselbe Diskussion beim Ricardo, bei der Jacques Ricardo-Konferenz. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche Menschenrechte oder Arbeitsnormen aus der Luft greifen, sondern es geht in die Länder, die nur keine Arbeitsnormen unterschrieben haben, wenn sie die Abkommen gegen Kindersklavenarbeit unterschrieben haben, wenn sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterschrieben haben, wenn sie das Klimaabkommen unterschrieben haben, ist es mehr als recht und billig zu sagen, in den Bereichen, wo es da nicht tätig wird, bitte haltet euch darauf an. Das darf nicht zur Patronage werden, aber wir können auch nicht durch Handelsabkommen international und globales Recht unterlaufen. Das wird zum Teil gemacht. Und damit zerstören wir die Idee vom Handel. Herr Keck, bevor Sie gehen, vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen? Ein kurzes Schlusswort. Also ich denke, da wird viel Gutes hier natürlich und Richtiges gesagt. Trotz allem müssen wir auch, denke ich mal, die politische Ökonomie verstehen und dann uns mit diesen Ländern auseinandersetzen, warum sie sich teilweise einer Diskussion verweigern zu diesen Themen. Und das geht ja nicht nur zu diesen Themen. Wir haben jetzt bei der WTO auch ganz andere Probleme, dass wir zum Beispiel, ich sag mal, auch Themen, die wesentlich
unkontroverser sein sollen, sollten. Zum Beispiel elektronischer Handel, bei dem ja viele Experten auch davon ausgehen, dass er insbesondere Klein- und Kleinstunternehmen begünstigen würde, an denen ja auch Land wie, ich sage mal, Indien zum Beispiel, ja sehr reich ist an diesen kleinen und Kleinstunternehmen. Warum verweigert sich bislang die Regierung einer intensiveren Diskussion zu diesem Thema? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich denke mal, da müssen wir uns mehr noch damit auseinandersetzen. Ich denke, und damit komme ich jetzt, das ist mein abschließendes Wort, ich muss leider zum Flughafen, ich habe anfänglich diese Verschiebung im Welthandel zu den Entwicklungsländern angesprochen und hin zum Südhandel. Wir müssen diese Länder sehr ernst nehmen. Und ich habe auch gesagt, da findet unserer Ansicht nach ein großes Wachstumspotenzial statt. Und da ist vielleicht erhöhter Erklärungs- und analytischer Bedarf, gerade aus der Wissenschaft und insbesondere auch durch Studien, vielleicht die aus diesen Ländern auch kommen. Ich glaube, das eine ist der Erklärungsbedarf, aber man muss, glaube ich, sehen, weil gerade im WTO-Prozess, es gibt historische Pfadabhängigkeiten, die man nicht leugnen kann. Das war ja ein durch und durch auch sehr interessenbasierter Prozess. War ja kein Zufall, dass der Agrarhandel lange nicht Teil des GATS war. Im Interesse der damaligen Industrieländer. Es war kein Zufall, dass man den Agrarhandel nur reingenommen hat, um das ja nicht im Grunde diese Systematik passende TRIPS-Abkommen im Gegenzug mit hineinzubekommen. Ich glaube, das ist mehr als Erklärung, sondern ich glaube, dass irgendwann die ja sehr heterogene, wenn Sie von Süd-Südhandel sprechen, ist das ja eine sehr heterogene Gruppe. Und ich glaube, das ist eines der Probleme der WTO, die man wahrscheinlich perspektivisch mal angehen muss, dass man die Realitäten, dass die Gruppe der in der WTO genannten Entwicklungsländer heute von China bis Burkina Faso geht und, glaube ich, nicht über einen Kamm geschert werden kann. Ich glaube, das ist eine der Ursachen dafür, warum sich, sage ich mal, viele der Industrieländer abgewandt haben von einem Interesse an der Weiterentwicklung der WTO, weil sie gemerkt haben, es gibt dort neue, sage ich mal, auch Selbstverständlichkeiten und ein stärkeres Bewusstsein, die eigene Position zu setzen. Und man bekommt nicht mehr wie in der Vergangenheit die eigenen Interessen so schnell in der WTO durch. Deswegen geht man sehr viel stärker auf bilaterale oder regionale Handel. Und ich glaube, an diesem Punkt muss man ansetzen. Und ich glaube, ob man das dann mit dem wohlverstandenen Eigeninteresse längerfristig wieder sagt, eigentlich ist es für ein multilaterales Handelsschema für alle in the middle run zumindest, von großem Vorteil wieder auf dieses multilaterale Forum zu gehen. Aber ich glaube, diese Pfadabhängigkeiten muss man sehr, sehr bewusst auch mit reinnehmen. Vielen Dank. Kommen wir nochmal auf Europa. Herr Roder hat so schön gesagt, Europa hat eigentlich seinen Einsatz verpasst, hätte ganz anders agieren können und die Handelsdiskussion auch auf eine neue Schiene setzen können. Was kann Europa denn jetzt noch tun? Also TTIP liegt jetzt auf Eis und ist im Moment auch nicht so groß in der Diskussion. Europa sucht ein bisschen, wie es sich handelspolitisch nun positionieren soll in der Welt. Herr Fuß hat heute Morgen von einem kantianischen Ansatz gesprochen, wo es eben ein bisschen mehr um das Ganze geht und nicht um eine machiavellistische Position, in der ich mal gucke, dass ich am meisten gewinne am Handel. Was ist denn die Agenda für Europa, um jetzt da auch vielleicht in Richtung von Herrn Wallacher auf eine andere Schiene zu kommen? Ich glaube, das ist natürlich die völlig richtige Frage. Ich glaube, man muss sich jetzt die Abkommen anschauen, die zur Disposition stehen. Vielleicht weniger Japan, da gibt es natürlich das große Problem mit der Landwirtschaft, aber doch schon die Abkommen mit Mercosur und Indonesien. Und ich würde mal sagen, in den Verhandlungen sind alle Fehler gemacht worden, die vorher bei TTIP-CETA gemacht wurden, was die Transparenz anbelangt, was die Miteinbeziehung der Stakeholder anbelangt, die Parlamente etc., was die zusätzlichen Umwelteffekte anbelangt, das wird überhaupt nicht berücksichtigt, von Menschenrechten gar nicht zu reden. Also die EU hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, da umzusteuern und die Kritikpunkte ernst zu nehmen. Nochmal. Was auch wichtig ist, also nach außen, die zweite Geschichte ist die unmittelbare Umgebung von Europa, der Mittelmeerraum.
Und vorhin wurde ja gesagt, manche Länder wollen nicht über Rechtsstaatlichkeit reden. Ja, wer will denn nicht über Rechtsstaatlichkeit reden? Ben Ali nicht. Ja? Ben Ali, der Diktator von Tunesien, will nicht reden. Aber die Gewerkschaftler und die politischen Gegner, die seit Jahrzehnten im Gefängnis saßen, die würden ganz gern über Rechtsstaatlichkeit reden. Und das ist natürlich ein richtiges Jammer, ein richtiger Jammer, weil die Vernachlässigung des Maghrebs als politischer Partner hat uns richtige Sicherheitsprobleme beschert. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Die Diktatoren, die da dran waren, die haben dazu beigetragen, dass der militante Islam dort einen Nährboden gefunden hat. Das lässt sich nachweisen. Wenn Sie mit tunesischen Wissenschaftlern reden, ich war lange für Maghreb zuständig bei der KfW, wenn Sie mit tunesischen Wissenschaftlern reden, dann werden die Ihnen das bestätigen. Ja. Also wir sehen schon auch unsere eigenen terroristischen Bedrohungen zum Teil. Das andere ist nach innen, und da sehe ich richtig ein Problem. Wie wollen wir denn diese Handelsabkommen entscheiden, wo der Handel ja eigentlich nicht mehr die Grenzöffnung ist, sondern die Öffnung von sensiblen Dienstleistungsmärkten plus die Änderung der Standards des täglichen Lebensbedarfs, zum Beispiel Nahrungsmittelstandards etc. Wie wollen wir das entscheiden? Eigentlich müssten alle Länder mitentscheiden. Aber wir wissen, dass das bei 28 Mitgliedstaaten nicht so einfach ist. Und dann tritt so ein Ding vorläufig in Kraft und ist natürlich demokratisch auch nicht das Gelbe vom Ei. Also da muss man sich überlegen, wie organisieren wir die Beschlussfassung bei Handelsverträgen. Und ich finde zum Beispiel eine Idee, Branchenvereinbarungen zu treffen innerhalb eines völkerrechtlichen Abkommens, wo man die Branchenvereinbarung relativ selbstständig ändern kann, ein guter Ansatz. Wir haben eine Bioäquivalenzverordnung, Abkommen zwischen der EU und Drittländern, wo es um die Standards von ökologischen Lebensmitteln geht. Da können wir relativ flexibel Standards ändern, ohne gleich den gesamten völkerrechtlichen Vertrag ins Wanken zu bringen. Und ein letztes noch, weil ich möchte gern, dass das Missverständnis weg ist. Natürlich gibt es in den USA höhere Verbraucherstandards als in Europa, das brauche ich gar nicht sagen. Und was Lebensmittelstandards anbelangt, lassen wir das Kröbelchen weg, ja. Kann ich Ihnen gleich sagen, die Standards sind ungefähr gleich. Wenn Sie die Etiketten mal anschauen bei den Lebensmitteln, die sind ungefähr gleich schlecht und irreführend. Und jetzt ist der Punkt. Es geht nicht darum, die Standards zu erhalten, es geht, die Standards zu verbessern. Und diese Kritik, die ist ja nicht rübergekommen von uns speziell, dass die neuen Handelsverträge zu einem Einfrieren von Standards führen. Und das ist eigentlich ein Problem. Herr Felbermayr. Würde denn eine solche Agenda für Europa in Ihre Vorstellung von einer Fortführung der Handelspolitik passen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Agenda herausgehört habe, aber ich glaube, dass wir in der Tat Europa und die Verfasstheit Europas problematisieren müssen. Es ist schon so, wie Herr Bode gesagt hat, dass die Handelsabkommen der neuen Generation anders sind, tiefere Einflüsse haben auf mehr gesellschaftliche Kreise, als das die alten hatten, dass wir aber die Mechanismen in der Europäischen Union auf diese neuen Gegebenheiten noch nicht eingestellt haben. Das braucht also wahrscheinlich ein Stück weit Umbau. Ich würde aber auch die Kommission ein bisschen und Europa insgesamt in Schutz nehmen wollen, dass da nämlich schon sehr viel passiert. Nicht? Also wenn wir arbeiten ja mit der Kommission mit Studien zusammen. Und dort werden Dinge nachgefragt zum Thema Umweltschutz, zum Thema Menschenrechte, Ungleichheit, viele Themen, die bisher nicht so auf dem Radar waren. Und die Zielkonkurrenz, dass man also Europa ja nicht nur sagt, wir wollen Handelserleichterung, weil wir glauben, das ist gut für Wachstum und Beschäftigung, sondern wir haben auch andere Ziele, dass diese Zielkonkurrenz zu einem, das wird als Thema deutlich wichtiger. Das ist ein Prozess. Nicht? Deswegen glaube ich, dass wir da, stimmt, dass Mercosur und Indonesien, ich weiß nicht, wann die mandatiert wurden, das ist Ewigkeiten her, ja, sehr lange her teilweise. Diese Europäische Union ist ein super träger Tanker, nicht? Das sehen wir überall. Aber ich bin nicht so pessimistisch, dass ich sagen würde, da passiert nichts. Ich glaube, da passiert sehr viel und irgendwann wird man auch fragen müssen, wie kriegen wir den demokratiepolitischen Legitimationsstrang wieder hin, sodass die Außenhandelspolitik der EU auch stärker unterfüttert wird von den demokratischen Elementen. Das mangelt, glaube ich, ein bisschen. Das wird so wahrgenommen. Und da ist die Agenda für Europa eine, die
nachdenken muss, wie sie sozusagen die institutionelle Struktur hat, die sicherstellt, dass wir Handelsabkommen schließen. Trade for all, wie die Kommission sagt, ja, und also es soll möglichst alle einbinden, und wie kann man sicherstellen, dass das so funktioniert. Das ist keine Trivialität, wenn man das Technokraten überlässt, ja, dass dann da was rauskommt, dass 300.000 Leute in Berlin nicht gefällt, ist zunächst einmal so überraschend ja nicht. Also es ist sicher so, dass man in Europa viele Institutionen verändern müsste und den internen Prozess der Entscheidungsfindung in Europa mal neu nachdenken drüber. Herr Wolf hat eine Bemerkung gemacht, dass man ganz sicher mit Investitionsschutzabkommen leichteres Spiel hat, wenn man die Regel aufgibt, dass alle EU-Länder zuzustimmen haben. Würden Sie das auch so sehen, dass das eine mögliche Reform wäre? Also für mich wäre ganz wichtig, dass wir in der Tat die Bereiche, wo die Europäische Union zweifellos alleinige Zuständigkeit hat, von denen trennen, die gemischt sind, sodass wir uns nicht komplett paralysieren. Nicht? Das heißt möglicherweise, dass die Abkommen, die wir schließen können, ziemlich entschlackt werden müssen. Ja? Jedenfalls aber ist da der Investitionsschutz und die Rechtsdurchsetzung Investitionsschutz nicht enthalten. Denn also mein Gefühl ist, dass diese Investitionsschutzthematik jedenfalls bei CETA und TTIP doch den Hauptteil der Kritik auf sich gezogen hat, und das ist auch Kritik von Ökonomen übrigens, nicht? Wir werden uns im EU-Beirat und beschäftigen uns gerade damit, und wer weiß, wohin das führt, aber es gibt jedenfalls eine ökonomische Debatte dazu, die nicht so klar ist. Ne? Aber bei den klassischen Themen ist sie schon klar, und wenn wir das trennen können, auch zuständigkeitshalber und in den Vertragstexten, dann wäre das ein Fortschritt. Herr Wallacher, hat Europa eine Chance, neu anzusetzen und eine neue Art von Handelsregelungen durchzusetzen, in dem Sinne, wie Herr Bode das gesagt hat, oder halten Sie diese Chance für eher gering? Na, ich würde eher die Notwendigkeit betonen, also die Notwendigkeit, wirklich anzusetzen. Und ich glaube, da sind natürlich die Ökonomen gefordert. Da ist aber, glaube ich, auch der politische Diskurs insgesamt, und wahrscheinlich, wenn man es ehrlich macht, im Hinblick einer, sage jetzt mal, Bewegung für etwas, für eine Gestaltung der Globalisierung, natürlich auch die breite Masse der Bevölkerung, die diese Themen auch auf die politische Agenda setzen müssen. Wir haben es leider gesehen im Wahlkampf und in den Sondierungsverhandlungen, haben diese Themen ja leider so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben ganz stark jetzt diesen Prozess der Sustainable Development Goals als Agenda 2030, wo genau diese Themen Umwelt und Entwicklung die Staatengemeinschaft sich daraus verpflichtet hat. Wir haben keinen erkennbaren politischen Prozess, der in diese Richtung wirklich auch in die richtigen Weichen stellt. Und ich glaube, das sind, und das gehört zur Ehrlichkeit der Debatte dazu, natürlich auch die breite Masse, sagen wir jetzt mal, auch der Bevölkerung gefragt, weil sie intuitiv natürlich merken, es würde eine Veränderung in bestimmten Verhaltensweisen, was Mobilität, was Konsum angeht, natürlich bringen, wenn wir das auch mit ökonomischen Instrumenten machen, der Frage der Internalisierung, dann sind zunächst einmal bestimmte Dinge damit auch verbunden, die nicht auf große, breite Zustimmung stoßen werden, solche Reformprozesse. Und ich würde jetzt nicht die Frage jetzt prophetisch, ob wir eine Chance haben oder nicht. Ich glaube, ich würde eher von der Notwendigkeit sprechen, diese Prozesse voranzubringen, weil die Themen Umwelt und Entwicklung sehr stark zusammenhängen. Und wenn wir dieses Thema, sagen wir mal, zukünftige Migrationsströme noch mitnehmen, dann sind es die großen Themen. Und ich habe es sehr bedauert, dass, sagen wir mal, auch mögliche Konstellationen das nicht ansatzweise diesen weiteren Blick mal jetzt aufgenommen haben, sondern immer noch man sehr partikulär die einzelnen Ressorts sehr kleinteilig versucht, die Dinge anzugehen. So werden wir auf Dauer, glaube ich, nicht weiterkommen. Dankeschön.